Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Immer noch in der Closed Beta, immer noch mit dem Tino. Hi Leute, und mit dem Randy. Jo. Und ich bin bereit, aber du nicht. Jetzt schon. Auch bereit. So, wieder mit zwei Kreuzern unterwegs. Einmal Tier 5, einmal Tier 6. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Mal gucken, was wir jetzt noch mit reingedrückt kriegen hier. Ich hoffe nicht, dass wir auf die neue Karte kommen. Das Gute ist, wenn man Division, wenn man eine volle Division, ne, Tier 6 sind die stärksten. Wenn man eine volle Division hat, ist immer das Problem, Division besteht aus drei Spielern. Und wenn man eben die volle hat, dann kriegt man auch ganz gern mal höhere Tiers aufgedrückt. Das ist eben problematisch, weil wir mussten auch schon gegen Tier 8 kämpfen, weil wir halt eben zu dritt waren. Und von uns waren zwei Tier 5 und einer Tier 6, ne? Hm. Sind aber gut ausgestattet. Dreimal Kongo, zweimal Cleveland. Oh, zwei Flugzeugträger jeweils, da müssen wir aufpassen. Oh, ein bisschen nervlich, Alter. Mhm. So, schauen wir erstmal, wo die alle hinfahren wollen. Du bist direkt neben mir. Jo. Wir haben ein Battleship hier vor uns, die restlichen Battleships sind wieder rechts von uns. Ne, zwei Battleships haben wir hier links auf der Seite. Neben dir ist auch noch eins. Ah, okay. Aber die fahren auf jeden Fall links rüber, das ist gut. Dann schlagen wir mal mit ein. Dann fahren wir mit denen, dann fahren wir bei denen mit. Dann die Kanonen mal bitte nach rechts ausrichten. Genau. Panzerbrechend laden. Obwohl ich glaube, dass über die Seite hier sehr viele kommen werden. Ja, mal gleich sehen, würde ich so. Mhm. Frage mich, auf was das Client, auf das der Zerstörer schießt. Auf unsere Base. Na, da. Oh oh. Was habt ihr zwei vor? Keine Ahnung. Herrlich. Was war das Battleship gerannt? So gleich mal sagen hier, Junge. Ich bin ja der Chef. Wir müssen halt noch ein bisschen aufpassen. Die werden sich eher hier hinten halten, ne? Wegen ihrer Reichweite. Ich weiß nicht, was deine Reichweite ist, deine Max-Reichweite. Du kannst Fragen stellen. Ich lebe 12 Kilometer. Mhm. Musst du doch wissen, das war doch dein letztes Schiff. Ja, aber keine Ahnung. Alles klar. Ich hab 15 Kilometer. Frag mich, Alter. Ja, die Battleships, die Reichweite ist ja übel, übel. Von manchen, nicht von allen. Ah, ja. Dazu sagen, ich weiß nicht, was haben unsere Battleships? Och, ein Tier 3 haben wir sogar dabei, ein Tier 5 und zweimal Tier 6. Bei Fusos. Die Fusos sind ganz okay, auf jeden Fall von der Reichweite. Aber die Cleveland halt eben hier, der Kreuzer, der Zerstörer, der hat halt eben auch eine enorme Reichweite. Die schießen ja schon auf irgendwas. Oh, da hinten ist Rauch. Ich könnte bloß nicht gerade sagen, ob das jetzt von Battleships kommt oder... Nee, das ist Kreuzer. Aber ich weiß nicht, was dort schießt, auf jeden Fall auch wahrscheinlich Battleships. Und da kommt auf jeden Fall auch rechts zur Seite ein Kreuzer. Da muss irgendwo ein Zerstörer noch lauern. Halten wir doch einfach mal rein hier. Ich muss das mal ein bisschen rausnehmen. Dann schicken wir einfach mal ein paar Torpedos rein. Oh Gott, Gott, Gott. Torpedo, Torpedo, Torpedo. Ja. Doch, dann ist ein Battleship. Torpedos auf dich. Keine Ahnung. Nee, ich hab meine jetzt losgeschickt. Ja, aber auf das Battleship gehen Torpedos, okay. Ja. Die hängen alle im Rauch, die machen das sehr schlau. Ja. Aber ich hab ihn gesehen durch den Rauch, sneaky biggy like. Einfach kommt er ja nicht davon, aber trotzdem daneben. Super. Ich glaube, ich sollte wenden. Da ist der Zerstörer. Oh, der ist gegen Dings gefahren. Gegen Felsen. Volles Rohr drauf, alles was geht. Und nochmal gegen Felsen gefahren. So ein Trottel, Alter. Was ist mit dem los? Also ganz mal sagen sehen. Komm. Leider bin ich schon gleich down. Das ist das Problem. Oh, ich glaube, ich versenke ihn. Jawohl, habe ihn versenkt. Gut, an den Torpedos kann Probleme vorbei.
Da weiß ich nicht. Jawohl, dicker Treffer. Stopp, was auf, da kommt Torpedos. Oh Gott. Komm, ich will den versenken. Das ist meiner, ist meiner, ist meiner, ist meiner. Shit. Wo ist das Battleship? Wo ist das Battleship? Da hinten. Oh, das fährt genau hinten in den Rand rein. Aber auch ziemlich dämlich. Vorsicht, da wird auch Schweine langsamer wäre. Schweine langsam. Oh, wow, 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 wow. Zwei kassiere ich. Bin, glaube ich, fällig. Da kommt noch ein Zerstörer auf dich zu. Na, ja, wir müssen die abhauen. Das wird nichts. Das wird nicht. Nee. Oh Gott. Da hau ich lieber ab. Mach auf den Fuchs, wenn ich wegkomme überhaupt. Ich glaube, du rammelst eher in die Torpedos rein, oder? Nee, alle schön vorbei. Da kommt noch welche auf dich zu. Oh Gott, dafür hat er mich jetzt getroffen. Battleship hat mich versenkt. Ja. Ziemlich viel Action da auf der Seite. Sind wir ein bisschen weit vorgefahren. Ich sehe. Einer von uns mitten in der Base, in der gegnerischen. Das ist ja eiskalt, Alter, was der macht. So. Das Battleship versucht es noch gar nicht erst. Das ist Tier 3. Der ist natürlich hoffnungslos verloren. Ah, der muss seine Kanonen erst komplett drehen, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt kann er schießen. Ich frage mich, wo unser also Flugzeugträger, ich frage mich, was das Battleship hier hinten macht. Ich frage mich, was die zwei Battleships da an der Base machen bei uns. Den Flugzeugträger beschützen und sinnlos rumcampen. Wunderbar. Bringt nur leider sinnlos nicht rumcampen. Viel. Wenn ich das sehe, bin ich hier alleine. Ich habe jetzt hier noch einen Zerstörer. Das war's. Vor dir ein Battleship. Felsen übrigens. Naja. Links ist ein Kreuzer, ne? Links ist ein Kreuzer. Ich habe aber nicht mehr so viel AP, siehst du ja gegebenenfalls, ja. Einfach mal neu halten.
Ach, da ist der Zerstörer, okay. Weil hinter mir muss auch noch irgendwo die Zerstörer sein, die bei dir waren. Weil die gehen ja auch nicht von alleine weg. Er ist down. Schade, hat er allen Salven abgefeuert. Die er noch für den Kreuzer gebraucht hätte. Und das sind zwei Zerstörer. Schießt schon, bevor er mich überhaupt sieht. Oh cool, hier sieht man auch mal, wie das Flugzeug wieder reinkommt. Das ist ja nice. Mhm. Oh. Bin ich gespannt da hinten. Der ist natürlich fällig. Die Torpedos noch treffen. Die sind alle schlecht abgeworfen, so wie es aussieht. Oh, die haben getroffen. Da kommen die nächsten, ey. Den zerficken die ja richtig jetzt. Das ist der Hammer. Okay. Das war's für mich. Das sah eigentlich nicht so aus, als würde das was sein. Ja. Okay, das haben wir auch eine enorme Reichweite. Müssten eigentlich langsam mal untergehen, oder? Hm. Manche haben bis zu 7 Kilometer drin. Ja, der ist 11 Kilometer weg. Hm. Er trifft den einfach nicht. Oh Gott. Wie guckst du den gerade zu? Psycho. Keine Ahnung. Tier 6, Fuso Battleship. Ah ja. Oh, jetzt könnt ihr fressen. Hm. Bin ich so sicher, ob die sich hier nicht gleich gegenseitig abschießen. Du, der eine muss langsamer fahren und der andere schneller. Den Kreuz aber auch nicht down, ne? Die treffen den überhaupt nicht. Null. Mhm. Wahnsinn. Sehe ich das gerade richtig, dass unser Flugzeugträger in die gegnerische Base. Ach nee, Quatsch, der ist bei uns hin. Der ist bei uns, weil ich gerade den Torpedo so hast. Da müsste jetzt mal reinfahren und campen, das wäre eigentlich schlau. Ja, so richtig weiß ich auch nicht. Sehr ausgeglichen noch. Weil unsere Battleships treffen ja absolut nichts, ne? Das ist ja das Grandiose an der Sache. Der hier, okay. Hm? Auch schon heftig, was das, was unser Flugzeugträger an Flak hat. Da hat immer mal so die Torpedojäger weggerupt. Ja, Flugzeugträger haben eine enorme Flak. Sind auch Tier 6, ne? Ich hab einen, der ist 5. Ja, der andere ist Tier 6. Stimmt. Aber warte mal, battelt er sich etwa gerade mit dem Dings hier? Mit dem Zerstörer, ja. Oh Gott. Oh, die weicht da excellent aus. Holla. Die haben den immer noch nicht down. Oh, es ist unglaublich. Also gegen so eine Battleships will ich auch mal kämpfen. Der trifft den nicht, der Idiot. Der trifft den einfach nicht. Mit einem Tier 6 Battleship und es geht noch down. Das wirst du sehen. Vor dem Kreuzer, vor dem Zerstörer. Kann ich gar nicht zusehen. Wird mir Himmelangst. Oh, jetzt haben sie den Zerstörer endlich down.
Ein halber Flugzeugträger geschafft. Ah, da will sich Sneaky Beaky-like anschleichen, okay, an den Flugzeugträger. Das ist natürlich nicht doof, weil der da drüben wird. Der wird aber von den Kreuzern schon überwacht, der 11 Kilometer entfernt ist. Nee, nee, der wird ja von dem. Ach so, nee, stimmt, ja. Außer der Kreuzer ist einfach noch blind. Nee, ich weiß. Jetzt ist er außer Reichweite. Passt 13 Kilometer, wird's langsam eng. Nee, der ist außer Reichweite, der Typ. Das fahren Kreuz, zack, und jetzt ist er weg. Ja. Ah, der Flugzeugträger schickt Bomber. Ne, die sind gelandet, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, okay. Ich glaube, der hat immer nur noch die Bomber, weil die. Anderen sind abgeschossen, oder die was? Andere, die anderen hat das andere, hat unser Flugzeugträger abgeschossen, ja. Mit seiner Flak. Ja, Torpedos sind auch gerade gelandet, also der. Hat jetzt 3 Minuten Cooldown, aber so nimmer. 3 Minuten? Aber da landen die anderen Torpedo, also der hat gerade gar nichts zum Verteidigen. Der ist fällig. Theoretisch 3 Minuten. Also bei mir ein war da, bei den alten, den ich hab, diesen T4 da, das ist 3 Minuten Cooldown. Ne, guck mal, die Dings starten schon wieder, die Bomber. Wenn der Pech hat, versenken sie. Ich weiß gar nicht, wie man die Bomber ausweichen kann. Oh Gott, wer hat jetzt auf den geschossen? Battleship. Ne, Kreuzer, 11 Kilometer. Oh, der hat's mitgekriegt. Das ist ein anderer. Wieso fährt er nicht näher ran? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, weil der weicht ja schon aus jetzt. Ja, wegen der Bombe über den. Nee, der Flugzeugträger weicht ja schon den Torpedos aus. Siehst du das? Ach so. Der muss viel. Der kann doch direkt neben den fahren. Oh, mit dem Bonbon. Ja, die Bomber, die Bomber werfen. Wenn die Bomben eingeschlagen sind, ist ja der Wahnsinn. Ja. Weil komplett daneben. Ja, die Bomber und ich glaube auch, die Torpedojäger lassen nicht ab oder lassen halt nichts runterwerfen, wenn die angegriffen werden. Aber das Problem ist, die Flak kann immer nur jeden beschützen. Jetzt hat er nämlich alles hier draußen. Und das Ding kommt auch immer näher. Driften aber auch nicht. Ah, die Bombe wird einschlagen. Schwierig, aber jetzt trifft er. Oh, der schießt immer zu kurz. Ja, wollte Sneaky Biggy Leg machen, hat er sich verschätzt. Oh, guck doch mal, wo der hinschießt! Jetzt trifft er. Nein. Das gibt's ja gar nicht. Ja, der ist oben drüber. Und da kommt Torpedos von den anderen und dem Frister. Oder, naja, Excellence. Sau schwer zu treffen, Kreuzer. Zerstörer mit Torpedos. Ich wusste auch nicht, das ist einfach zu schnell. Das ist Wahnsinn, oder? Ja. Oh Gott. Aber hat sie noch losgeschickt, aber die werden wir nicht treffen. Nee. Das haben wir verloren wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ja. Weiß nicht, was die anderen hier noch vorhaben. Der andere, der kümmert sich jetzt anscheinend auch noch um den. Ach du grüne Neune. Unsere eine hat noch 68 HP, wird jetzt gerade von unserem Battleship gerammt. Hat noch 63 HP. Unser Battleship brennt, also die Erde und ist tot. Nett. Das war's. Das war's. Never. Ein Battleship und ein Kreuzer gegen die ganzen. Niemals. Dann das Battleship. Na, nee. Wäre schön, wenn sie später noch U-Boote hier einführen würden. Das wäre zu OP, denke ich. Gibt ja genug Technologien, die U-Boote. Ja, aber über U-Boote hast du das Problem, du musst ja drüber fahren über die U-Boote. Normalerweise fährst du ja drüber, wirfst Wasserbomben ab. Ja, im Timer, die sinken dann und explodieren dann quasi nach so und so viel Sekunden sind die so und so weit gesunken und dann explodieren die. Können wir abbrechen hier. Können wir abbrechen hier, würde ich sagen. Ja. Ist eh Part Ende, meine Freunde, deswegen danken wir auch wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Videobeschreibung abchecken, da kommt das Tino. Und ja, in dem Sinne, bis dann, haut rein. Tschüss.